Hallo und herzlich willkommen hier auf der Baustelle mal wieder. Heute ist der 7. August 2020 und man kann es sehen, die Perspektive ist ein bisschen anders. Ich schaue jetzt hier in das Obergeschoss hinein und zwar nicht mit der Drohne, sondern ich befinde mich hier tatsächlich physikalisch selbst hier. Und das hat den Hintergrund, man kann es sehen, hier ist ein blaues Netz und so weiter. Es wurde einmal um das gesamte Haus ein Gerüst aufgestellt. Dieses Gerüst ist aus sicherheitstechnischer Sicht notwendig, um hier in diesen Höhen die Außenwände und auch nachher die Geschossdecke eben anhand dieser zu arbeiten. Deswegen musste man das eben hier dieses Gerüst aufstellen. Es gibt hier dieses blaue Netz nochmal zur Absturzsicherung dann auch in dem oberen Bereich. Und das ermöglicht hier jetzt halt ein bisschen einen anderen Blick mal ins Obergeschoss hinein. Man kann auch sehen, die große Teile der Außenwand sind schon fertiggestellt. Und zwar diese Wand, als auch die da hinten. Zwei von vier Wänden sind also komplett fertig schon auf dem endgültigen Niveau. Hier die dritte Wand ist so gut wie fertig, da fehlen im mittleren Bereich noch einige Meter und auch hier fehlt noch ein kleineres Stück. Daneben wurde auch schon begonnen, im Innenbereich eben die ersten Wände einzuziehen. Man kann sehen, auf diesem einbetonierten Überzug ist schon eine Reihe gemauert worden und auch dort quer dazu ist schon eine Mauer gemauert worden, sodass sich hier jetzt schon zwei Zimmer eben ergeben. Hier in diesem Bereich, da fehlt noch einiges, aber das geht jetzt hier schon recht zügig voran und das sollte eben im Laufe der nächsten Woche, sollte das Thema mit den Mauerarbeiten zumindest eben durch sein. Das Schöne jetzt hier vom Gerüst aus, das ermöglicht halt eine ganz nette Ansicht und man sieht auch so ein paar Details, die man sonst von oben nicht so einfach ohne weiteres gesehen hätte. Zum Beispiel gab es ja hier diese metallischen Stangen, die hier nach oben gehen, die sind ja schon in der Geschossdecke hier 2,5-3 Meter unter mir auch schon mit einbetoniert, schauen halt hier auch heraus und man kann jetzt hier ganz gut sehen, wie das eben verarbeitet ist. Da gibt es ja diese C- oder U-Steine und die sind halt hier bis oben hin jetzt schon einbetoniert und das Ganze ist einfach eine zusätzliche Verstärkung hier jetzt im Eckbereich. Und das Gerüst kann man jetzt eben dazu nutzen, um in dieser Höhe hier einmal um das Geschoss herum zu laufen. Das ist schon ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Und da muss man, also mir fehlt ja noch so das endgültige Vertrauen. Und ich schaue schon noch immer wieder hier, wo ich hintrete und so. Das ist nicht ganz ungefährlich jetzt von der Höhe her. Ich befinde mich jetzt hier, glaube ich, 8 Meter über dem Boden an manchen Stellen. Und ja, da will man natürlich nicht abstürzen. Was man jetzt hier an dieser Ecke gut sehen kann, ist wieder diese Verankerung und diese Montagemöglichkeit für die Schalung später. Also das ist wieder von innen halt verankert. Und hier wird ja dann, wie auch schon eben im Erdgeschoss, wird jetzt durch diese Konstruktion halt, das wird dann so herangeschoben. Hier werden wieder Holzbretter eingespannt, sodass man die ganze Geschossdecke eben einschalen kann, um dann eben die Geschossdecke wieder betonieren zu können und eine saubere Außenkante zu haben. Im Erdgeschoss hatte man das ja gleichzeitig noch als provisorische Absturzsicherung benutzt und hat das halt entsprechend verlängert hier. In dem Fall braucht man das vermutlich nicht, weil wir hier das vollständige Gerüst haben als Absturzsicherung. Das hier ist jetzt ein Blick in das Obergeschoss von der gegenüberliegenden Seite und diese eignet sich insbesondere, um ein Detail sich eben mal anzusehen. Und zwar ist das hier jetzt wieder diese Stahlstange mit diesen C- oder U-Steinen. Aber in dem Fall ist es eben noch nicht einbetoniert und man kann sehen, wie wackelig diese Angelegenheit ist und erst wirklich durch das Einbetonieren wird das dann bombenfest halten. Und dieses Gerüst ist eben selbstverständlich in mehreren Ebenen aufgebaut und ich befinde mich jetzt hier eine Ebene unter der obersten, also im Obergeschoss selbst. Man kann das hier in etwa sehen. Das ist eben die Geschossdecke des Erdgeschosses bzw. der Rohfußboden vom Obergeschoss. Man kann jetzt hier über die bodentiefen Fenster eben austreten in den Gerüstaufbau und kann dann hier auch hier wieder einmal um das gesamte Haus herumlaufen. Hier sieht man jetzt auch schön, wie das eben hin und wieder mal in der Betondecke, in der Geschossdecke selbst montiert und befestigt ist mit Dübeln und solchen großen Ösen. Und hier sieht man auch noch die Überbleibsel dieser Verankerung im Erdgeschoss. Auch das wird sicherlich noch entfernt werden, aber zum Teil sind die noch hier eingesteckt. Hier in dieser Ecke sieht man jetzt eben auch ganz gut, wie das miteinander verschraubt ist. Das besteht ja aus mehreren Teilen, also pro Hausseite. Das ist erstmal so unabhängig voneinander aufgebaut pro Hausseite. Und in den Eckbereichen wird das dann halt hier über solche Konstruktionen miteinander verschraubt, damit das halt auch gegeneinander in der Ecke irgendwie hält und dann nicht wackelt oder auseinander driftet und auseinanderfällt. Und hier kann man dann quasi um die Ecke herumlaufen und auch in diesem Geschoss, also auch hier kommt man eben einmal gänzlich um das Geschoss oder um das Haus herum. Und hier würde es dann halt einmal nach unten gehen, ins Erdgeschoss, beziehungsweise eine Ebene nochmal tiefer.
Und hier gibt es eine Leiter, um auch wieder ins Obergeschoss zu gelangen. Das hier ist jetzt der Blick von außen auf das Gerüst und in dem Fall gibt es ja hier dieses Bodenniveau und dann die Böschung, die nach unten eben verläuft, weil sich jetzt hier in dem Fall eben die Fenster des Kellers befinden. Und man kann hier auch sehen, dass das Gerüst halt hier nach unten verlängert worden ist. Das macht auch Sinn natürlich, man will das ja alles auf einer Höhe haben und da gibt es dann halt so Verlängerungsstücke oder so Module, mit denen man das dann eben verlängern kann, das Gerüst, und über die Gewindestange lässt sich das dann halt so weit ausnivellieren, dass sich das mehr oder weniger alles auf einem Höhenniveau befindet, sodass man dann das Gerüst von da aus eben weiter gerade in die Höhe bauen kann. Hier zu sehen ist jetzt eben die Südwestfassade. Man kann sehen, das Gerüst erstreckt sich hier um die gesamte Fassade, um das gesamte Gebäude. Und was ein bisschen unpraktisch ist, ist hier diese Ebene des Gerüsts und das ist nämlich die unterste. Die befindet sich so auf etwa 1,50 Meter, würde ich schätzen. Und man kommt hier halt sehr schlecht jetzt ins Gebäude, weil hier sich überall dieses Modul, dieses Gerüst eben befindet, auf dem man dann laufen kann. Und man muss sich da jetzt jedes Mal unten drunter bücken, um ins Gebäude zu gelangen. Man kann gleichzeitig aber das jetzt auch nicht mal kurzzeitig oder so entfernen, weil das hier eben eingehakt ist. Das wird von dem Modul, was jetzt hier von dem Gestänge, was von oben eben eingesteckt ist, wieder fixiert. Und dementsprechend komme ich hier jetzt nicht, kann ich das jetzt nicht kurz mal entfernen, um hier Waren oder Material eben hineinzutragen, sondern der Weg ist jetzt zumindest vorübergehend immer hier so unten drunter. Von innen, das kann man hier jetzt ganz gut sehen, wurden halt diese Absturzsicherungen entfernt. Also überall dort, wo es eben solche Spalte gibt, wo ja eben kein Mörtel sich befindet in dieser Höhe, in dieser Schicht. Dort waren halt diese metallischen Verankerungen in der Absturzsicherung, die wurden jetzt hier entfernt, gibt ja jetzt das Gerüst außen. Aber man kann das zum Beispiel hier ganz gut sehen, da befindet sich noch diese Absturzsicherung hier, weil eben die Baustütze im Weg war, sodass man das nicht entfernen konnte. Und das muss man dann halt nachher machen, wenn man die Baustütze auch entfernt, muss man halt diese Verankerung hier auch mit herausziehen noch. Das war jetzt hier also die Kurzzusammenfassung der Dinge, die sich hier gegenüber dem letzten Mal geändert haben. Man kann sehen, das Haus ist eben eingerüstet, in erster Linie halt als Absturzsicherung dient das Ganze. Die Mauerarbeiten im Obergeschoss, mit denen geht es hier auch zügig voran. Das Thema sollte in den nächsten Tagen auch durch sein. Dann folgt noch ein letztes Mal eben eine Geschossdecke, die Betonierarbeiten, die damit zusammenhängen. Und dann wäre der Rohbau minus das Dach eben schon fertig. Auch das Dach, der Dachstuhl sollte in den so ohne größere Verzögerungen hier im Laufe der nächsten 2-3 Wochen eben installiert werden. Und dann wäre der Rohbau tatsächlich schon abgeschlossen. In der Zwischenzeit arbeiten wir ja fleißig unten im Keller, vor allem an der Elektroinstallation, bauen da eben Löcher, sägen oder fräsen eben diese Kanäle für die Leerrohre und so weiter. Und auch das werde ich euch sicherlich in den nächsten Videos präsentieren. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.